ich möchte, dass das neue Sofa von Debbie natürlich auch zu den Farben im neuen Zimmer von Debbie passt. Deswegen habe ich dieses Spannbettlaken und das werde ich jetzt einfärben. Ich freue mich darauf. Wir färben in zwei unterschiedlichen Techniken und deswegen werden es auch zwei unterschiedliche Looks. Das Spannbettlaken färbe ich nämlich im Ombre-Look. Super cooler Trend. Da sind wir nämlich genau bei unserem Thema, was wir auch schon an der Wand haben mit der Tapete, nämlich schön im Verlauf die Farben, die so ineinander gleiten. Dafür nehmt ihr das Spannbettlaken. Am besten auch ein paar Handschuhe. So, ich habe hier so diese Einweghandschuhe. So eine handelsübliche Textilfarbe bekommt ihr in jedem Drogeriemarkt. Dann nehmt ihr das Spannbettlaken und im Grunde kann man sich wirklich ganz frei überlegen, wie man das färben möchte. Also ob längs oder quer. Ich habe mich jetzt hier für längs entschieden. Das habt ihr. Dann braucht ihr heißes Wasser, die Textilfarbe und was zum Umrühren. Hier zum Beispiel so ein Holzrührer. Ein guter Trick ist, dass man die Stellen, die man einfärben möchte, feucht macht. Dann verläuft nämlich die Farbe gleich viel besser. Man macht sich dadurch das ganze Prozedere viel einfacher. Ich möchte, dass das Laken bis zur Hälfte ungefähr eingefärbt wird. Deswegen halte ich es auch nur bis dahin auch ins Wasser. Dann schön auswringen. Dann legt ihr es einmal kurz zur Seite. Dann nehmt ihr eure Farbe. Ich nehme jetzt zwei Packungen, weil ich hier so viel Wasser habe, 10 Liter. Das kann Farbe gebrauchen. Einfach rein damit. Dann rühren. Einmal ordentlich durchrühren. Gut. Dann nehmt ihr die angefeuchtete, also den Stoff, wieder in dem Fall das Bettlaken und haltet es rein. Also richtig schön reingeben. Und ihr werdet merken, das geht richtig schnell. Und dann könnt ihr das langsam rausziehen. Und da, wo die Stelle, also die dunkelste Stelle, muss am längsten dann in der Farbe eingetaucht werden, weil das natürlich dann ordentlich die Farbe auch annimmt, dementsprechend. Das heißt, man muss ein bisschen halten. Kann man auch Sport machen gleich, parallel. Wenn ihr aber, so wie ich, nicht so wahnsinnig sportlich seid, dann baut ihr euch den Stock so hin, wie ich ihn schon hingelegt habe. Mein kleiner Faulheitstrick. Ich lasse das jetzt hier so rüberfallen und schon habe ich wieder beide Hände frei. Das dauert wirklich nur ein paar Minuten, dann könnt ihr das schon rausnehmen. Wieder auswringen. Muss aber gar nicht so doll ausgewrungen werden. Das Gute ist nämlich, wenn man das jetzt so auf die Wäscheleine hängt, dass die Seite, die eingefärbt ist, nach oben schaut, dann kann die Farbe noch ordentlich so ein bisschen runterlaufen. Aber man sieht es schon ganz gut. Also das ist der Farbverlauf, den ich mir gewünscht habe. Ich hänge das mal auf. Das Laken, das muss jetzt trocknen. Deswegen geht es weiter mit den Kissenbezügen und die bekommen den Dip-Dye-Look. Man dippt einfach, also wirklich wie so die Nachos oder die Pommes in den Ketchup. Das gefällt mir schon sehr gut. Sieht schön aus. Deswegen nehme ich das schon raus, dann auch wieder bringen. Und in diesem Fall bitte mit der Seite, die nicht eingefärbt ist, nach oben aufhängen. Sehr hübsch. Dann kümmere ich mich direkt um den zweiten Kissenbezug. Weil das über die ganze Fläche jetzt, wenn ich das hier eintauchen würde, nicht reicht, mache ich das wieder, nehme ich das wieder zusammen. Und den möchte ich ein bisschen anders machen. Also ihr könnt das ja dann wirklich so gestalten, wie ihr da Lust drauf habt und das eben dann auch gerne in eurem Zimmer hättet. Aber dadurch, dass ich hier jetzt einen sehr schmalen Streifen habe, werde ich den bis zur Hälfte jetzt einfärben. Und der ist jetzt auch schon fertig, also wieder ausbringen. An die Schnur. Ja, und das trocknet jetzt und währenddessen gucke ich mal hoch, was die Jungs machen und ob der Schminktisch vielleicht schon bereit ist.
Für noch mehr Home and Living abonniert einfach diesen Kanal hier, holt euch die Six App oder ihr schaut ganz einfach Boom My Room.